Norbert und Britta Pfützenreiter sitzen gemütlich in ihrem Wohnzimmer, nichts ahnend, dass gleich ihr 16-jähriger Sohn Henning kommt, um ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen. Heute Abend kommt wieder Jauch gegen Gottschalk. Die zwei finde ich ja zu lustig. Lustig wie eine Wurzelbehandlung, in der Tat. Hallo Mama, hallo Papa. Ah, hallo Henning. Wie geht es dir? Gut. Dann kannst du ja wieder in dein Zimmer gehen. Tschüss, bis morgen. Ich wollte euch eigentlich noch was Wichtiges fragen. Ah, ich ahne es bereits. Wir fangen bald mit deiner Hormontherapie an, Henning. Dann wachsen dir auch endlich Haare am Sack. Nein, was anderes. Du hast endlich mit dieser komischen Hanna Schluss gemacht. Die war aber auch wirklich gestört. Das muss man ja auch mal Hanna! Ehrlicherweise sagen. Also, um genauer zu sein, Hanna und ich möchten euch etwas sagen. Um Gottes Willen, nein. Bitte nicht. Henning? Du bist schwanger. Bist du schwanger, Hanna? Keine Ahnung. Bin ich schwanger? Nee. Hanna ist nicht schwanger. Oh, danke Gott. Danke Gott. Beruhigen wir uns. Alles ist gut. Also, Hanna und ich haben lange nachgedacht. Dass du lange nachdenkst, wäre mir aber neu. Henning. Britta! Ist doch so, Norbert. Hanna und ich haben viel zusammen erlebt. Wir sind durch viele Momente gegangen, schlechte und gute. Doch vor allem die schlechten Momente haben uns nur noch mehr zusammengeschweißt. Seid ihr bescheuert? Ihr kennt euch erst seit einer Woche. Die 7 Tage mit Hanna waren aber wunderschön. Hm, genau. Sag's ihnen, Hanna. Seitdem ich Henning kenne, bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Ganz ehrlich. Seht ihr? Kann mein Glück nicht in Worte fassen. Sie kann ihr Glück nicht in Worte fassen. Jetzt beruhigen wir uns alle bitte einmal wieder. Wir können uns nicht beruhigen. Wir sind so glücklich zusammen. Gut. Glücklich sind wir. Wir haben euch unterbrochen. Ihr wolltet uns ja etwas mitteilen. Also bitte. Genau. So. Wir wollten euch etwas sagen. Ja, nun beeilt euch. Ich muss gleich noch irgendwas machen. Hanna und ich wollen heiraten. Was? 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 Vielleicht auch nicht. Hanna und ich wollen ausziehen in unsere erste eigene Wohnung. Ja! Britta! Jawohl! Britta! Endlich! Britta! Britta, bitte, Britta, setz dich bitte hin und reiß dich etwas zusammen, die Kinder. Den Scheiß machst du bitte auch gleich noch weg, Henning. Okay, also das ist dann ein Ja, oder Mama? Ich trage euch sogar persönlich die Sachen in die neue Wohnung. Mama, ehrlich, du bist die aller coolste Mama der Welt. Ich bin so glücklich, unfassbar. Ich freue mich wirklich. Leider können wir erst in 2 Wochen in die neue Wohnung, weil die muss noch renoviert werden. Die renoviere ich euch in 1 Stunde. Kommt! Auf geht's. Moment mal, Britta, darf ich dich kurz unter 4 Augen sprechen? Wir dürfen keine Zeit verlieren, Norbert. Tut mir leid. Britta, Henning ist 16. Ich weiß, Henning hätte schon vor Jahren ausziehen sollen. 16, Britta. Die Kinder sind doch heute mit 16 viel reifer, als wir es damals waren. Oder, Hanna? Ich bin übrigens vegan, falls es jemand interessiert. Britta! Die zwei kennen sich erst seit 1 Woche. 1 Woche, 1 Jahr, das sagt nichts über die Gesundheit einer Beziehung aus, Norbert. Aber guck dir die zwei doch mal an, wie glücklich sie sind. Ihr zwei Süßen, ich gönn euch ja das ganze Glück der Welt. Aber wenn ihr mich fragt, dann ist das vielleicht noch ein bisschen zu früh, würde ich sagen. Hm? Keine Sorge, Papa. Wir kommen trotzdem jeden Tag hierher zu euch. Was? Ja, wir haben die Wohnung nebenan bekommen, von unserem Nachbarn. Ach, wirklich? Ach, wirklich? Ja! Das ist aber nicht gut, Henning. Wieso? Nee, das ist gar nicht. Das ist gar nicht gut. Aber so können wir das erstmal testen und schauen, ob es uns gefällt. Wenn man so einen Schritt geht, dann muss der auch für immer sein. Ich finde die Idee ganz toll, Britta. Du findest auch Jauch gegen Gottschalk toll. Aber wollt ihr denn wirklich hier bleiben, an diesem tristen und kaltem Ort? Mag schlechtes Wetter. Jetzt habt ihr die Chance, in die Sonne zu ziehen. Weit, weit, weit weg. Irgendwie hast du recht. Britta, ich finde, dass du... Habt ihr schon mal etwas von Neuseeland gehört? Britta! Halt die Fresse, Norbert. Neuseeland ist doch in der Nähe von...
Von... Pakistan. Genau, Pakistan. Gut, Hannah. So ungefähr, ja. Aber von den Kosten, so ein Flug nach Neuseeland ist ja super, super... Schon gebucht. Alles auf Norberts Nacken. Das... Das ist der Hammer, Hannah! Wahnsinn. Hannah! Wach auf! Los, Hannah! Ein Absteig und die Laune tanzt! Let's go.